Hallo Welt, da sind wir wieder. Und unsere Basis hat ganz schön gelitten in der letzten Folge. Nicht so schön. Bei diesem Ding hier frage ich mich sowieso, was das kann und was das macht. Aber dann frage ich mich, was ist dann, wenn wir das einzäunen? Naja, wir müssen erstmal was trinken. Und essen. That tastes really good. I've had worse, I guess. Entscheidungen über Entscheidungen. Wichtiger ist mir gerade eingefallen, ist doch, dass wir unser Werkzeug mal zusammenkriegen, damit wir ein bisschen weiterkommen eventuell. Wir halten uns wieder schön da raus. Ah, die Kochdrüse. Da ist sie. Yeah.
dass die Ameisen aber so auch gar kein Problem damit haben, solche Viecher fertig zu machen. Und wir? Müssen mehr sein wie eine Ameise. Und damit meine ich nicht nur die Kleidung. Das sind einfach mehrere. Was soll das Ding auch machen jetzt? Die greifen von allen Seiten an. So, jetzt können wir erstmal ein paar Sachen reparieren hier drin. Ach, das war nur der Grasboden hier, der zerstört wurde. Na, war da nicht mehr? Ach, die Bank, die Werkbank. Vielleicht ein Licht. Eine Planke und ein Setzling. Oh nein! Oh gut! Da haben wir sie ja. Ach, nee. Sagt bloß, jetzt fehlt Bärenleder.
Ich war mir so sicher, wir hätten welches hier. Kein Bärenleder jetzt. Zwei haben wir. Vier brauchen wir. Kriegen wir auch nur aus der Hecke, oder brauchen wir jetzt gar nicht lange zu suchen oder irgendwas zu machen? Aber wir könnten die Abkürzung ja nicht, aber durch den verstrahlten Bereich könnten wir laufen. Ja, gerne normalerweise, aber keine Zeit. Wir kommen auf euch zurück. Autsch. Auch hier, wir kommen auf euch alle zurück. Gedulde euch, geduldet euch. Kein Bärenleder hier drin? Das wundert mich. Moment mal. Hier müsste aber jede Menge Bärenleder drin sein.
Hat das Ganze ein gutes? Wir haben wenigstens die Lichter mal angeschaltet hier. Ach, das ist mehr als genug. Ach, das ist nur ein Stück Stein oder sowas. Ja, aber natürlich ist schade, dass es dunkel ist, aber wir sollten alles haben, was wir brauchen. Zu wach. Ach, hier haben wir diese Baumwanzendinger sogar. Deswegen können wir das hier bauen. Können wir eine Gasmaske bauen?
das ist ja schön. Eine Glühbirnenkopflampe. Glühwürmchenkopflampe. Ich glaube, wir haben keinen Leuchtglibber 5 Mal, haben wir das nicht. Und irisierenden Schuppen, die fehlen uns auch. Ein säuberlich hergestellter Hut, geschmückt mit einer rabenschwarzen Krähenfeder, perfekt für den aus der Ferne zuschlagenden Helden, für uns. Verteidigung, Widerstand 5%, kritische elektrisiert, Bogen, mittlere Rüstung. Ja, sowas hätte ich gerne. Und die Augenklappe plus Angriff minus Schadensresistenz. Ein Kiemenrohr. So weit sind wir nicht. Die Gasmaske. Ja, fast. Ein grobes Seil bräuchten wir. Warum haben wir hier so viele Fliegenpelze? Kann man nicht die Hälfte hier reinschmeißen irgendwie? Man kann leider immer nur den ganzen Stapel nehmen, das ist ja schade. Oh, sowas können wir jetzt. Oh, schön. Hey, das ist ja cool. Hier drüben ist noch nichts geforscht. Ah, das ist was ganz anderes hier oben, oder? Das spielt sich mit den Laboren ja erstmal nur hier ab, alles. Und hier oben ist nochmal ein ganz anderer Bereich, aber da ist auch ein Burgo Ship, ist auch da oben. Und hier. Tatsächlich, die Eichelschalen, die gibt's nur hier. Und hier einmal. Ja, das ist dieses komische Loch, da hat, glaube ich, das Eichhörnchen irgendwas reingeschleppt. Aber diese flauschigen Pusteblume-Büschel, die scheint's dann ja doch überall zu geben. Das ist ja schön.
So finden wir immer den Marienkäfer und alles. So, damit bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.